Run. Run. Go. Go. Oh. Oh. Oh, was ein Traum, ey. Was ein Traum, Alter. Oh. Oh. Halb sieben. Ey, wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer klingelt hier schon so früh um halb sieben, ey? Kriminalpolizei Fulda. Wir haben einen Hausdurchsuchungsbefehl. Ich bin Kommissar Schweinebrückner, Herr Dan, das Spiel ist vorbei. What's up everybody, hier ist der Dan am Start und ihr seid wieder bei Dan's Drug Diary. Ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, wie es für mich war, als ich meine erste schwere Tat gemacht habe. Und heute möchte ich euch erzählen, wie es weitergegangen ist. Die Freude war nicht von langer Dauer, denn die Polizei kam schon 2 Tage später in meine Bude reingestürmt. Und wie das alles abgelaufen ist, erzähle ich euch jetzt. Let's go! So, zuerst einmal, in der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass ich diese 18.000 € klar gemacht habe und auch sämtliche leer geräumt habe. Ich habe dann zu Hause das Geld versteckt, so gut wie ich nur konnte, und ich war mir sicher, oder ich habe zumindest gehofft, dass niemand das entdecken würde. Zusätzlich war es dann so gewesen, dass ich habe ja einen Abend vorher, habe ich ja bestimmt 15 leer geräumt. Und diese ganze Geld davon und die ganzen Zigaretten habe ich bei mir unten im Keller versteckt. Das ist wichtig, dass ich euch das jetzt sage, denn gleich werdet ihr verstehen, was ich damit meine. Es war dann so gewesen, dass ich dann einen Tag, nachdem ich diesen Tat gemacht habe, zu Hause war und erstmal mir so wirklich bewusst geworden ist, was ich überhaupt hier gemacht habe. Ja, ich habe wirklich für mich zumindest einen sehr schweren Tat gemacht. So, ich war dann zu Hause, ich hatte dann auf dem Tisch ein bisschen J-Joe, was ich mir gekauft hatte von dem erbeuteten Geld. Ja, und bin morgens aufgestanden, habe mir direkt einen gemacht und habe dann so gedacht, ist so, okay, heute Abend gehst du nochmal los und machst nochmal ein paar leer. Und dieser Ring mit diesen sämtlichen Schlüsseln, das wirst du dann los. Ja, also heute Abend nochmal und dann vernichtest du das alles. Ja, du wirfst es in den Fluss oder was auch immer. So, ich saß dann da zu Hause und hab mir einen Bahn gemacht und alles. Und es lagen ja überall Packungen, ja, verschiedenste. Irgendwann höre ich dann auf einmal nur so. Ich guck so, Herr Dan, machen Sie sofort die Tür auf, hier ist die Kriminalpolizei. Ich so, wow, was? Aufgestanden, bin sofort in meinem anderen Zimmer und hab aus dem Fenster geguckt. Bam, da habe ich 3 Polizeiwagen gesehen. Da waren bestimmt 5, 6 Polizisten, die draußen standen. Dann bin ich in meinen Flur gegangen und hab gehört, wie im Treppenhaus Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber ich habe viele Stimmen gehört, viele Leute, und man kriegt es ja mit, dass einfach viele Leute da sind. Und nochmal, machen Sie sofort die Tür auf, sonst treten wir sie ein. Ich so, ja, einen Moment bitte. Und ich habe gedacht, ich so, okay, shit, was machst du? Wegen diesen Ring, ja, diese Ring, wo diese Schlüssel da waren, wenn die das kriegen, dann wissen sie ganz klar, dass ich derjenige war, der diese Tat gemacht hat. Ich habe dann diesen Ring genommen und habe das hinter so einen Schrank versteckt. Und ich merke dann auf einmal, wie so, die probieren, meine Tür einzutreten, ne? Ich so, stopp, ich bin noch da, ich bin da. Zur Tür gegangen, aufgemacht, bam, der hält mir einen Zettel vor die Fresse, der so, Kriminalpolizei Fulda, wir haben einen Hausdurchsuchungsbefehl. Die schieben mich so rein in mein Wohnzimmer und schmeißen mich so auf den Couch. Und ich so, ey, was ist denn hier los? Was soll das? Der so, wo sind die Schlüssel? Ich so, was für Schlüssel? Herr Dan, verarschen Sie uns nicht. Wo sind die Schlüssel? Ich so, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Was denn für Schlüssel? Und der eine, der guckt so, ganz schön viele Packungen hier drin. Ich so, ja, hier sind oft viele Leute. Der so, so viele. Und ich so, ja, die gehört mein Dad, die gehört meine Freundin, die gehört ein Kumpel. Der so, ja, ja, das werden wir gleich noch sehen. Ich so, was wollen Sie denn überhaupt von mir? Ja, hab natürlich einen auf dumm gespielt. Hab natürlich nicht gesagt, yo, ich war es gewesen, ja. Ich habe nur gehofft, dass die erstens das Geld nicht finden und zweitens diesen Ring nicht finden, ja. Und ich höre schon, wie sie so in ein Zimmer gehen, wo ich diesen Ring auch versteckt hatte. Und er so, wo waren Sie denn gestern? Und ich so, gestern, ich war feiern gewesen. Der so, ja, wo waren Sie denn um 11 Uhr morgens? Und ich so, ja, ich war mit ein paar Kumpels unterwegs. Ich so, was ist denn überhaupt los? Auf einmal höre ich so, er so, ah, wir haben's. Und ich denke nur so, oh nein. Dann kommt, das war eine Frau gewesen, die kommt rein mit diesem Schlüssel und die so, was ist denn das hier? Sie kommen jetzt mit. Und ich so, wohin? Sie kommen mit aufs Revier. Ich so, oh man. Und dann höre ich noch, wie der eine so sagt, warten wir, wir gehen erst noch mal in den Keller. Und ich so, damn man. Das Gute war, also die haben mich mitgenommen in den Keller. Links war eigentlich mein Keller gewesen, wo, wenn die die Tür aufgemacht hätten, hätten sie sofort haufenweise gefunden. Haufenweise. Was die aber nicht wussten, ist, dass der Kellerschlüssel dafür für alle Mietparteien Keller gepasst hat. Und er so, welches ist Ihnen? Und ich so, hier der rechte. Der rechte war von einer Oma, die bei mir in diesem Haus gelebt hat. Und ich so, ja, Sie sehen, das hier ist auch der einzige, der dazu passt. Und ich mache dann diese Oma-Keller auf und die kommen rein und die sehen, das war ziemlich leer gewesen, ja. Und die so, ja, okay, dann alles klar, dann kommen Sie mit. Ich habe so Glück gehabt, ja, weil hätten sie einfach diesen gleichen Schlüssel genommen und in die Tür daneben reingesteckt und die Tür aufgemacht, hätten sie schon bestimmt, ich weiß nicht, 300, 400 Packungen gefunden. Haben sie aber nicht. Ich bin da irgendwie Glück im Unglück. Die sind dann mit mir nach oben gelaufen. Bam! Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Handschellen. Ja, zum ersten Mal. Die tun es hinter meinen Rücken. Der eine hält mich und der andere so. Und die gehen mit mir so nach draußen. Ich sehe schon, ja, überall die Nachbarn, ja, die ganzen Nachbarn gucken und gaffen und flüstern und zwitschern und bla bla bla. Ich so, oh man, ey. Mich in den Auto geworfen und dann haben sie mich dann hochgefahren. Ja, so ins Revier gefahren. Und dann haben wir uns hingesetzt, sie so, so, es ist ja ganz klar, dass sie derjenige waren, der diese Geldbeutel geklaut hat. Sie waren auch derjenige, der diese Schlüssel geklaut hat. Am besten, sie machen ihre Aussage und machen es für uns alle einfacher. Und so, ich sag gar nichts. Er so, machen Sie es sich nicht schwer, machen Sie es uns nicht schwer, sagen Sie doch einfach, wie es war. Es steht doch eh schon alles fest. Und ich so, ich sag gar nichts. Also ich kann nur jedem raten, in Zukunft niemals eine Aussage zu machen ohne einen Anwalt, und wenn der Anwalt nicht da ist, dann einfach keine Aussage zu machen. Ja, das ist Sehr, sehr wichtig. Ja, so habe ich es auch gemacht. Die haben mich dann ja nach etwa, ich weiß nicht, 4-5 Stunden vielleicht war ich dort im Revier gewesen und haben mich dann rausgelassen. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und das erste, was ich gemacht habe, ich habe geguckt, ob das Geld noch da ist, und es war noch da. Also habe ich noch ungefähr 17.500 Euro gehabt. Ich habe ja vorher noch J-Joe, habe ich ja gekauft gehabt, einen Tag vorher, von dem Geld, was ich erbeutet habe. Ja, also das Geld war noch da gewesen. Und ich bin dann nach unten in den Keller gegangen, habe die Tür aufgemacht und die ganzen waren noch da gewesen. Ich habe dann in den nächsten Wochen versucht, schnellmöglichst alle zu verkaufen. Ja, und habe dann auch, ja, wirklich in Saus und Braus gelebt, die nächsten Monate. Aber was ich damit alles genau gemacht habe und wie es überhaupt weitergegangen ist, das, Leute, erzähle ich euch nächste Woche. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Ich liebe euch, ihr seid einfach die absolut beste Community. Es kam auch noch zu einem Gerichtstermin diesbezüglich, das werde ich euch aber alles noch erzählen, wenn es soweit ist, weil es sind noch ein paar Sachen vorher passiert. Was genau, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Okay Leute, bis dahin, lasst euch gut gehen, passt auf euch auf, bis bald, Peace.